Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Outlast. Ganz genau. Bin ich hier sicher? Ja. Im letzten Part waren wir hier angekommen. Wir müssen jetzt einen anderen Weg in die Duschen finden. Hier kommen wir nämlich nicht durch. Aus Gründen. Das hier ist unser Weg. Was für ein schöner Weg. Ich kann mir keinen besseren Weg wünschen. Weißt du was? Ich habe gerade erst das Spiel gestartet und du? Was machst du? Du? Ja. Okay. Was ist das? Nein. Das sieht aus wie ein Bosskampfraum. Nein. Hallihallo! Lasst die Party beginnen! Wer kommt jetzt? Yes. Geh weg! Was? Ich gehe. Was? Oh Gott, sind das viel. Alter! Könnt ihr mal die Fresse halten, bitte? Ich will da nicht rein. Will ich hier rein? Ich weiß es nicht. Hey! Was folgt er mir? Geh weg! Bitte! Warum kann ich die Tür aufmachen? Was? Es juckt mich! Wie geht's? Gehen Sie weg! Pfui! Alles klar, wir haben einen neuen Freund gefunden. So wie es aussieht. Ist nichts. Warum kann ich mich hier überall verstecken? War das vielleicht mal geplant, dass hier ein Bosskampf stattfindet? Gegen den Wahnsinn des Todes? Ach, und jetzt kann ich hier einfach hoch, oder was? Cool. Ich bin weg. Was? Du hast Probleme. Du bist ein Pedo. Das ist doch Lasagne. Cool. Da endlich aufgehört, Fernsehen zu gucken. Was? Ich musste ein Geheimnis verraten. Das ist nicht dein Ernst. Nein. Naja. Aber jetzt macht es anständig. Ich halte mal Abstand. Geh weg! Dankeschön. Hätte ich das aufnehmen müssen? Ich weiß es nicht. Was bist du, mein Freund? Wer? Ist der hier oben? Nee, ist hier unter mir. Er folgt mir wohl immer noch. Oh nee. Oh nee. Kann ich das auch mit Kamera? Wow. Wir sind ja richtig sportlich.
Als ob. Kumpel, komm. Ein leckeres Dokument. Nee, nee. Ich wollte nur lesen. Oh Gott. Erstmal Ruhe hier. Nachruf von Dr. Wernicke. Auf geht's. Rudolf G. Wernicke, du Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 18. 20. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen. Durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Nett. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Mirkoff Corporation zu beteiligen. Wohltätigkeitsprojekte der Mirkoff. Okay. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Okay. Interessant. Cool. Hier kann ich nicht lang. Falsch gedacht. Kann und will ich wahrscheinlich nicht lang. Ich glaube, ich will hier hoch. Warum wird gespeichert? Ich schreck immer zurück, wenn gespeichert wird. Gefällt mir nicht. Hallihallo. Eine Batterie. Wie gütig. Soll ich? Nein. Kann ich nicht lang. Hallo. Bleib da drin. Was? Warum? War das deine Zelle? Kann das sein? Ups. Wie war's nicht? Gehen Sie weg! Sofort! Hau ab! Alles klar. Tschüss. Oh nein, gehen Sie weg. Ja, hurra. Was? Der Doktor hat mir erzählt, dass ein Höhlenmensch unsere Technik für Magie halten würde. Interessant, ich wächst da mal, ja. Oh. Ihr seid ja alle verrückt. Tschüss. Ich habe immer Angst, wenn es speichert, dass irgendwas gleich auf mich zurennen will. Aha. Was? Alles klar, ich gucke nicht mehr in andere Zellen. Nicht, dass wieder irgendeiner ankommt und hier mich hauen will, weil ich in seine Zelle. Ja.
Was? Ich höre hier jemanden. Ich will nicht. Oh. Nein, 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 nein. Ich gehe hier lang. Wieso kann ich mich hier verstecken? Verdammt! Och nö, ich will nicht. Ist das Pipi hier oder was? Ich habe was zum Lesen. Ich habe was richtig gemacht. Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt. Das Projekt Wallrider heißt aber. Die Patienten sprechen von Wallrider, als ob eine physische Präsenz wäre. Ein Geist. Oder etwas anderes. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es klein. War es eine kleine Störung in der Kamera oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Du meinst diesen kleinen Mini-Wuschel, den ich gesehen hatte, wenn man ganz genau hinguckt, wenn er dann nochmal vielleicht zurückspult. Wo wir das erste Mal hier so reingeguckt haben, wo die Wand stand, Wallrider, wo ich da so geguckt habe, da hat man so einen kleinen Wuschel schwarz Zeug etwas gesehen. Meint er das? Meint er das? Oh nein! Oh nein! Hier hatte jemand Spaß. Okay. Nee. Ich glaube nicht, dass ich da rein will. Ich bin in den Duschen. Wir sind jetzt in dem großen Raum der Duschen. Wo bestimmt nichts ist. Ein Kackerloch. Wo soll ich denn lang? Meine Batterie! Da war ich. Oh nein, ins Kackerloch. Warum ich? Alles klar. Oh, was ist das denn? Ja klar. Was? Steh auf. Hallo? Nein. Hört nicht auf zu singen, bitte. Ihr habt wundervoll gesungen. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Kanalisation ist ja perfekt zum Durchlaufen gedacht. Stimmt's? Stimmt's? Die wurden dafür konzipiert, dass man da durchläuft. Für nichts anderes. Nein. Okay. Die Zeit sieht gut aus. Hurra! Das ist hier hinten. Oh. Wurde jemand begraben unter Steinen?
Nein. Was ist das? Das ist der Schatten dieses Lakens. Super. Super. Oh, ha, ha, ha. Wundervoll. Nö. Ich gehe nicht darüber. Oh nein. Immer dahin, wo es gruselig ist. Stimmt's? Es passiert nichts. Tja, kein Weg. Oh, Mann. Hallo. Hallo. Hey, du. Ich suche etwas. Weißt du, wo es hier rausgeht? Weißt du das? Weißt du es nicht? Oh. Okay. Ich kann mich erinnern, bei Curry, wo er hier rangegangen ist in der Hocke, hat man hier reingucken können. Aber jetzt haben sie es gefixt. Jetzt ist man einfach höher. Cool. Also hat das Spiel nochmal ein Update gekriegt. Die haben gewatcht. Okay. Kommt da jetzt sowas Großes auf mich zu, das geladen werden muss? Das ist schon wieder so ein Wuschel-Wuschel gewesen. Hallo? Oh nee. Also irgend so ein enger Schlitz. Ich sag mal, seid ihr wahnsinnig? Ich geh erstmal zum Wuschel-Wuschel. Hey. Oh, aua. Was war das? Will ich mich veralbern? Was? War das? Ha. Ein Dokument. Alles klar. Falsche Taste. Ich lese. Das Evangelium des Sands. Was? Mit Bleistift auf die Rückseite eines Abnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstücken des Patientens Vater Martin Archibald. Ah, der ist schon wieder. Dieser Gott ist real, was wir so lange für Geistesgespenster Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Saults Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider. Das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren. Also ein Offenbaren zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort. Sich der Lösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu haben ist. Aha. Cool. Cool. Oh. Cool. Jetzt bin ich wieder hier bei dem Schlitz. Das war ja ein schöner Rundgang. Mann. Wie habe ich jetzt Bock, durch diesen engen Schlitz zu gehen? Ich freue mich so. Ich freue mich.
haben wir noch irgendwas? Irgendwas? Also wir wissen, irgendein Wuschelkopf ist hier unten. Irgendein Wuschelwuschel. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Schaltet wieder ein. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und mein Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.